And back again. Yay, es geht weiter. Ich habe schon mal das Overlay von Big Fish drauf gemacht, weil wie gesagt, wir spielen jetzt ja das Mädchen mit den Streichhölzern und ich würde euch gerne mit auf diese Reise nehmen, wenn es losgeht. Oha, ein Rotschopf. Natürlich gehen wir wieder Koko ein. Herzlich willkommen. Juhu. Kann man das jetzt schon spielen? Aber wollen wir uns das wieder für nachher aufbehalten? Ich denke ja, ne? Ich stelle erstmal die Option ein, dann habt ihr so ein bisschen. Voice Volume Test. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn die Voice Volume ein bisschen lauter ist. Dann habt ihr noch so ruhig zu entscheiden. Ich meine, er scheint ja eh nichts. Von daher entscheide ich mich jetzt einfach mal für das Hauptspiel. Das wird es anfangen. Dass wir das dann jeden Tag ein bisschen fortsetzen. Was hatten wir denn? Ich glaube, individuell haben wir genommen. Mit. Reicht. So Funkelchen. Warte mal, jetzt muss ich noch mal raustappen. Ich habe irgendwas angeguckt gerade eben. Meinst du Heroes of the Storm oder hast du das gepostet im Katzenkäppchen? Warte mal, ich guck mal einmal kurz. Ach, das ist nur einfach okay. Im Rampenlicht Funkelchen. Ich gucke mir das mal einmal kurz an. Ja, schon. Es ist tatsächlich ein bisschen ähnlich. Aber das Funkelchen, das macht nichts mit der Natur. Aber es sieht schon sehr ähnlich aus, da hast du recht. So, jetzt wollen wir aber weitermachen, oder? So. Und natürlich wieder hier die Sammler-Edition. Das heißt, wir haben wieder Wallpapers danach. Und wir fahren mal fort. To my garden. Also, wenn das so einfach geht, dann möchte ich gerne. Ach, jetzt kaufe ich mir auch Streichhölzer. Oh nein, das arme Pferd. Your next assignment is on Funen, one of the largest islands in Denmark. It is a beautiful place. Something unusual stirring just below the surface. There have been a series of unexplained fires. The latest one involved a rich landowner in Stars Hollow who was caught in his home. Like the other incidents,
There was no body and no traces of a fire afterward. It's as if the victims were swallowed by the flames. Locals have even given the phenomenon a name, the Flame of Illusion. A girl selling matches was spotted near each crime scene. She seems to be the only solid clue. Good luck, detective. Wow, die sieht aber gar nicht so nett aus. Das arme Pferd, also wie viele Pferde haben wir schon getötet? Ja, okay, gut. Das brauche ich nicht. Ja. What do you want, outsider? Did you come to make a wish? Your desires are trivial and undeserving of my matches. Oh, die mag uns aber echt nicht. Kapitel 1. Wunderschön. Guck mal, da liegt schon mal was auf dem Boden. Kann ich das schon mal mitnehmen? Was ist das? Ein Ornamentfragment. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen hier oben. Das kann bestimmt. Das passt doch nicht da rein, oder? Möge das Dorf der Kraft der Hexe entgehen. Okay. Aha, guck mal einmal an. Da oben fehlt auf jeden Fall noch so ein Emblem, das wir reinpacken müssen. Ich will mir auch jedes Mal natürlich. Oh, hier sind Feuerlöschmarken. Feuerlöschwagen. Oh Gott, im Himmel. Düsenfragment. Es kommt wahrscheinlich. Es sieht aber so aus, als würde es da vielleicht oben hinkommen. Aber ich glaube, da brauchen wir einfach nur so ein Gedöns. Die vermisste Tochter des Schwefelholzladenbesitzers sucht wieder das Dorf heim. Ist sie ein Dämon? Eine Hexe? Eieiei. Die Feuerwehrmänner haben ein paar Sachen vergessen. Flamme der Illusion. Landbesitzer verschwindet in Feuer. Leiche wurde nie gefunden. Gucken wir mal. Eine Pfeife, eine Feuerdüse. Okay, das war das gerade eben schon. Was ist mit dem königlichen Abzeichen geschehen? So. Gucken wir mal, was wir daran bauen müssen. Ist das jetzt schon fertig? Tatsächlich. Sprühkopf. Ah, okay. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das eventuell dahin muss. Sternschnuppen werden hier aufgesichtet, deswegen der Name. Ja, ich habe gerade eben schon, immer wenn ihr eine Sternschnuppe seht, gerne was wünschen. Oh Gott, sind hier viele. Ich glaube, ich bleibe hier mein Leben lang stehen. Das Anwesen ist prächtig. Ich kann es nicht abbrennen lassen, ja, aber was soll ich machen? Das scheint ein Feuerlöscher zu sein. Okay, eine Schaufel haben wir hier. Aber wir haben bis jetzt auch noch gar nichts anderes, was uns so weiterhilft. Nur eine Schaufel, aber was soll ich denn mit der Schaufel machen, bitte? Nee, auch nicht. Da haben wir ja schon drauf geschaut. Zurück kann ich auch nicht gehen. Ich habe gar nicht so viele Optionen einfach, aber ich weiß nicht, was ich mit dieser Schaufel machen soll. Hä? Das ist falsch, aber es ging doch. Hallo? Gott sei Dank konnten wir das nochmal retten. Jetzt ist natürlich alles plitsche-platsche nass. Aber kann ich jetzt da reingehen? Tatsächlich. Jetzt habe ich die Möglichkeit, da reinzugehen. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch erstmal machen. Der Spiegel. Etwas hat sich darin bewegt. Scheint so ein Magieschlüssel. Also so ein, vielleicht so ein Magie... Spiegel zu sein. Das war ja einfach. Ich will mir die Hände nicht schmutzig machen. Asche. Vermissten Fälle, die über hunderte Jahre zurück... gehen. Viele Fälle wurden als Machenschaften der Waldhexe geschlossen und zu den Akten gelegt. Vielleicht, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, vielleicht gibt es wirklich im letzten Spiel, wenn die wirklich das letzte Spiel irgendwann mal rausbringen. Ich meine, eins gibt es ja noch danach, das habe ich jetzt noch nicht. Aber eins danach gibt es jetzt ja noch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann vielleicht irgendwie alles aufgeklärt wird und dann wirklich der wahre Böse irgendwie dahinter steht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist einfach so eine Mutmaßung von mir. Hier kann ich dann wahrscheinlich auch irgendwie was reinstellen.
Das ist das gleiche Schwefelholzschächtelchen, das während des Untersuchungen gefunden wurde. Packen wir mal ein. Nein, ich wollte da reingucken. Das Buch der Hexenlegenden. Eine Hexe, die den Menschen die ihren Wunsch erfüllt. Oh, die würde ich auch gerne mal treffen. Würde ich nicht nein sagen. Was kommt denn da hin? Diese lebensgroße Nussknacker sieht sehr prekär aus. Was ist denn prekär? Okay, dann gehen wir nur da dran. Gehen wir erstmal wieder runter. Da haben wir auf jeden Fall unsere Karte gefunden. Sehr, sehr gut. Dann haben wir ja hier oben noch das Ding, was wir da reinmachen wollen. Was ist das? Oh mein Gott, jetzt geht's los. Uff. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das rauskommt. Eine Spiegelverzierung müssen wir hier zusammensuchen. Hier kriegen wir auch wieder dann die ganzen Auszeichnungen, die ich gerade sehe. Aha. Das auch wahrscheinlich, ja. Das nicht. Das definitiv nicht. Aber das. Also vieles, wenn es so riesig ist. Ich sehe es halt einfach nicht. Ihr wisst ja, ihr kennt ja mein Problem. Alles, was klein ist, das sehe ich sofort. Weil wenn du was ganz Großes einfach mir ins Auge springt, nein. Dann sagt das Spiel einfach nein. Und du siehst es nicht. Suchen wir noch dieses komische Ding. Das ist auch so wie so ein Stern. Und bestimmt irgendwo total... Da, siehst du, also mitten in der... Also sowas sehe ich echt nicht. Präzision. Ich keinen Fehler gemacht habe. Sehr gut. Sehr schön. Aber da fehlt noch irgendwas. Und zwar das Gesicht. Da kommen bestimmt noch die ganzen Streichhölzer oder sowas rein, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier ist ein Phönix. Das kommt da rein. Was ist das hier nochmal? Königliches Abzeichen, aha. Sonnenuhrelement. Ich meine, ansonsten scheint ja nichts mehr da zu sein. Die Statue sieht aus wie das Mädchen. Gruselig. Ja, definitiv finde ich sowas auch gruselig. Ach so, ein Lappen. Oh mein Gott, das ist echt gruselig. Ist das der Vermann? Was? Ist das der was? Ist das der vermisste Landbesitzer? Wo ist er denn? Oh, the girl was no fraud. She gave me what I asked for. Oh, well, to think everything I ever wanted was there on the tip of a matchstick. Oh wow, das ist echt super gruselig. Oh no! Das ist noch viel gruseliger. Sie sind am Leben. Was für ein Zauber ist das? Sie wollen mich nicht vorbeilassen. Oh, ist das gruselig. Oh, da schüttelt es mich aber. Da schüttelt es mich aber echt. Neue Aufgabe, folge dem Mädchen, ja. Aber da brauche ich ja noch dieses Teil. Hä, wo kriegst du es her? Da ist definitiv nichts mehr. Da wüsste ich auch nicht, was ich da reinpacken soll. Ich meine, da wird ja kaum Asche, genau. Asche, das wird ja wohl nicht... warte, was ist das denn? Die Uhr ist zu hoch. Aber zum Glück kann ich die Leiter jetzt verwenden. Okay. Ah, okay. Oh Gott. Ein paar Verzierungen fehlen dort. Ach so. Hier ist noch eine Katze, so wie es aussieht. Was ist das denn? Eine Schatzkiste. Oh, wartet mal. Was ist das? Ein Eichenblatt. Oh mein Gott. Das war gruselig. Ich finde das so gruselig. Ich muss mal gucken, kurz. Guck, da hat es reingehört.
Ja, na gut, das ist ein Fuchs. Aber es sah aus wie eine Katze, hallo? Da ist auch das Teil, was uns noch fehlt. Das sieht manchmal so groß aus, ne? Und dann ist es einfach so winzig. Dummerweise ist es zerrissen. Ein Mädchen hat mir auf der Straße eine Schachtel Schwefelhölzer verkauft. Sie sagt, sie erfüllen Wünsche. Okay. Die gleichen Schwefel... Was? Die gleichen... Oh Gott, das ist ja ein Zungenbrecher, Leute. Ich hoffe, ich habe mich nicht gemutet. Warte mal kurz. Nee, läuft alles. Okay, huh. Ich dachte gerade... Oh nein, jetzt erzähle ich euch schon hier so eine halbe Stunde was und dann... Das ist also dafür, okay. Noch läuft's ja recht gut. Okay, hallo? Nein, geh weg. Das ist nicht fair. Wie soll ich sie denn nur einholen? Oh nein. Führe die Juwelen an das obere Ende des Labyrinths. Mit den grünen Pfeilen kannst du sie... Okay, das ist wahrscheinlich wieder dieses... Okay, ja, ja. Oh, das ist sowas. Na komm, noch eins. Miau. Mein Kind. Na. Nach oben. Es wäre auch zu einfach, wenn man das einfach so machen würde. Nein. So, zack. Oh nee, warte. Juhu! Glücklicherweise habe ich jetzt hier schon Schnelldenker bekommen. Huh! 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 Der Puzzler. These falling stars. So many lost souls looking for happiness. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, sozusagen. Das ist irgendwie, Seelen sind, die noch auf der Suche sind. You'd like to be one of them, wouldn't you? Nein. But my garden is no place for the likes of you. Ach nein, ich möchte gar nicht. Verlorene Seelen, Garten, ich will antworten. Was kann ich denn diese Ketten durchschneiden? Ist aber auch süß. Ich hätte gerne auch so. Also, wenn ich meine Katzen jetzt nicht hätte. Schwefelholzladenbesitzer, unhöflicher Nachbar, schlechter Vater, starb allein und betrunken. Uff. Das ist natürlich auch mal so eine Ansage auf so einem Test. Im Wald hast du eine gefährliche Hexe. Dreht um. Können ein paar Samen die nervigen Raben ablenken. Mhm. Das ist auch so was, was jeder natürlich auf seinen Grabstein haben möchte. Nach dem Motto: Ja. Schlechter Vater, starb allein und betrunken. Uff. Das ist nicht sehr nett. Hier sind noch Überreste eines Weges. Er ist nur überwuchert und eingezäunt. Wir nehmen erstmal alles so ein bisschen mit. Das ist wahrscheinlich so eine Graben. Ich gucke jetzt erst gar nicht darauf. So eine Raben. Wie nennt man das? So eine Kralle vom Raben. Nehme ich einfach an. Was ist das denn Gruseliges? Das sieht auch ganz komisch aus. Eieieiei. Das muss ich aufschneiden. Da komme ich momentan nicht ran wegen diesem doofen Vogel. Gehen wir erstmal Schwefelholzladen. Was steht da? Der Schwefelholzladen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz zum Schwefelholzladen. Mal schauen, was da abgeht. Oh, das ist so eine gruselige. Das müsste der alte Schwefelholzladen sein. Vielleicht finde ich daran Hinweise. Mhm.
Oma hat immer gesagt, dass ich gütig sein soll, selbst wenn die Menschen es nicht sind. Trauer und Hass können das Herz verschlingen. Deswegen versuche ich, meinem Vater zu vergeben. Ja, das hat sie, glaube ich, gar nicht so geschafft. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich muss erstmal mich jetzt ein bisschen hier... Oh, das war ja einfach. Was ist das? Ein Schwefelholzladen-Logo. Das Schwefelholzladen-Logo. Wow. Da kann man irgendwas drin zusammenbrauen, wenn ich ein Rezept hätte. Das Bild ist verblasst, es ist sicherlich sehr alt. Oh, ist das so gruselig. Ich frage mich, wenn wir so... Nein, ich frage mich gar nicht. Das spielt ein wichtiges Stück fehlt dort. Ist das gruselig. Weil da oben ist noch eine Anleitung. Warum kann ich mir die nicht angucken? Also da habe ich jetzt so dieses Ladenlogo bekommen. Aber hier habe ich auf jeden Fall noch irgendwie was zu tun, glaube ich. Genau, ja. Ja gut, das war ja klar. Oh, das ist ja gruselig. Diese Fußtapsen. Können aber erstmal zum Tor, denke ich, gehen. Gehe durch das Tor ist unsere nächste Aufgabe. Toll. Der Wachstumstrank. Kann ich mir das einpacken? Gott sei Dank. Das Rezept wird mir noch sehr nützlich sein. Der Ladenbesitzer hatte manche Waren unter Verschluss. Zum kleinen Mickey Maus Schlüssel. Erstmal so ein bisschen immer gucken. Ich finde es immer so spannend, erstmal wirklich alles erstmal anzuglotzen, anzugucken, erstmal einzusammeln, tausend Sachen. Dann hat man wieder irgendwie was, was man vielleicht eventuell... Warte. Da ist eine Bodenranke. Schon wieder einmal. Haben wir da vielleicht irgendwie was zu tun, wieder mit diesem Bodenrankenmann, Jack? Ich glaube, der hieß Jack, ne? Der Ladenbesitzer, aha. Ist wieder ganz neu einfach. Also ich finde es auch das coole Gefühl, dieses etwas von ganz Neuem einfach anzufangen. Aber ich glaube, hier komme ich gar nicht mehr weiter. Nein. Flinken Fußes. Ich frage mich einfach noch, ich brauche ein Gefäß. So, das haben wir schon mal. Ich glaube, dann haben wir nämlich das auch geschafft. Gehen wir mal hier hin. Genau, da ist jetzt gar nichts mehr. Aber, warte mal, was können wir denn hier mitmachen? Ach, da müssen wir ein Emblem einsetzen. Aha. Mach auf! Genau, Königreich der Lüfte. Das habe ich schon gedacht, so bei dem, beim Dings habe ich mir das schon gedacht. Warte, hier muss ich aber auch was machen. So, Trankrezept kommt bestimmt da oben hin, genau. So, Wasser, Asche, Sternenstaub und Phosphor. Warte mal, Wasser haben wir, kann ich das schon hinsetzen? Asche haben wir auch schon. Was brauchen wir denn noch? Phosphor habe ich leider nicht. Und Sternenstaub auch noch nicht. Aber ich denke, das kommt noch. Weil jetzt ist auch hier wieder das Ding weg. Königsdenkmal und eine Pfeile. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Da ist eine kleine Maus. Seht ihr sie? Da läuft sie. Ja, mache ich gleich. So, weil das, glaube ich, kann ich nämlich durchfallen, oder? Tatsächlich. Cool. Oh no. Eine Königsfigur. Juhu. Yay. Das. Da ist was. Das kleine Schild hier. So viele Sachen, die man... Das vielleicht auch, ja. Was ist das denn? Das auch? Gut. Na, nimm das, bitte.
Hier ist noch so ein Fuß, der da drin steckt. Das ist sehr schön wieder eigentlich. Also mir gefällt es immer noch sehr gut. Auch wenn wir jetzt erst so 10 Minuten circa spielen. Finde ich es immer noch sehr, sehr gut. Da gehört noch was hin. Das scheint mir auch noch was zu sein. Sehr gut. Perfekt. Und dann... Ach, hier. Schau eine an. Ganz versteckt. Ganz versteckt. Uiuiui. Dann da oben. Dann suchen wir nur noch hier irgendwie diesen Eingang. Suche ich jetzt gerade noch. Der, keine Ahnung, wo ist. Ja, gleich. Ich gucke gleich. Moment. Oh, hier. Schau einer an. Juhu. Aber wozu brauche ich das denn? Ist das jetzt auch wieder nur so ein, Königsfigur? Ne, das kann ich aber nicht da reinpacken. Königsfigur. Jetzt. Uff. Ein Blick. Das ist auch cool. Mieze ehrgeizig. Das ist echt süß. Danke, Selina. Mieze aristokratisch. Das ist echt super süß. Meintest du das? Ich hoffe. Das ist echt knuffig. So, jetzt muss ich aber weiterspielen. Bevor ich vergesse, wo ich was reinpacken muss. Warnung. Kriege ich das Zepter da rein? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Was war das denn nochmal? Ach, das war ja das. Das ist richtig nice, ja. Das ist richtig hübsch. So. Hä? Moment. Also hier muss ich noch irgendwie was machen können. Geh weg! Ich verscheuche dich mit dem... Oder hier, ich schmiss dich ab. Nee, geht auch nicht. Ein Sonnenuhrelement. Ich komme auch ehrlich gesagt nicht drauf, was ich jetzt gerade hier so ein bisschen den ganzen Ort verlassen. Da haben wir schon geschaut. Da habe ich großartig jetzt auch nichts mit zu tun. Aber hier kann ich noch was tun. Okay, beim Tor kann ich jetzt wieder irgendwie was machen. Ach so, kann ich da vielleicht... Wartet mal. Wahrscheinlich das Sonnenuhrgedöns sein. Da werde ich noch nichts machen können, weil ich noch keine Diamanten habe. Aber hier, meine Lieben. Und? Passiert jetzt da irgendwas? Nein. Toll! Super! Hey! Also hier kann ich noch irgendwas erledigen. Aber was? Die blödsinnige Ding von Dings geht ja nicht weg. Nee. Gib mir das doch einfach. Geh doch einfach da weg, bitte. Aussicht wie ein Gemälde. Schwefelholzladen. Warte mal. Ha. Was ist das jetzt? Ein Schlüssel und eine Goldmünze. Der Schlüssel, den packen wir auf jeden Fall hier rein. Das war ja so ähnlich. Genau, der hat ja so ein Herz oder sowas. Sehr gut. Oh Gott, nicht gut. Was ist das? Ein Schatullenemblem. Aha. Warte mal, aber Raben sind ja nicht so, ne? Die wollen bestimmt keine Goldmünze. Nein, okay. Wäre ja schön gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ja sein können, das. Oh no. Nimm die Hand da weg! Ich muss das. Lass mich los. Felix lässt diese hässliche Puppe auf einen Deal ein. Would you like to buy my matches? Please, sir, my father. Follow the path, but please don't hurt her. Sowas hasse ich ja. Aber ich würde die einfach hochnehmen und wegschmeißen. So, das Emblem, das kommt jetzt dahin, oder? Nee, hä? Wo war das Emblem?
da nicht. Hä, wo kommt denn diese Banderole her? Hin. Jetzt plötzlich. Hä? Moment. War das nicht hier? Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wo diese Banderole war. Nee, da war das nicht. Ich habe auch keine Banderole, nein. Hä, wo war denn jetzt diese Banderole nochmal? Wo habe ich sie denn gesehen? Ach, die war hier. Es war einmal ein König, dessen Aussehen ihm wichtiger war als das Wohl seines Volkes. Oh no. Dreh dich nicht mit. Hä, das war doch richtig. Shit. Jetzt muss ich eine so ganze Runde machen. Nein. Bringe die Objekte in der Szene zu ihren rechtmäßigen Besitzern. Tja, wie war das denn? Warte mal. Das ist wie so ein kleiner Napf. Was ist das?